Doch ein komischer Glauben. Sprecht, schnell. Seid ihr der Kaplan des ewigen Feuers? Ja, Heide. Nur das ewige Feuer kann uns vor dem weißen Frost retten. Tatsächlich. So steht es in der Prophezeiung von Idlinne, der Elfenhexe. Ach, wirklich? Die alte Welt wird untergehen und neu geboren werden aus einem Samenkorn, das nicht keimt, sondern in Flammen aufgeht. Ihr scheint euch zu widersprechen. Ihr macht euch über mich lustig, Hexer. Sagt mir, wer gab euch das Recht, euch in der Menschenangelegenheiten einzumischen? Ihr, ein emotionsloser Mutant, antwortet, wer? Wir entschuldigen uns mal lieber, ich will ja noch weiter Quests von denen kriegen. Ich entschuldige mich, Geistlicher. Wer immer Gotteslästerei betreibt, der verdient keine Gnade. Noch etwas. Sprecht, schnell. Ich suche nach Männern, die Salamanderabzeichen tragen. Das ist nicht klug. Wieso? Die zu verärgern kann euer Leben verkürzen. Sehe ich aus, als hätte ich Angst? Vor euch kam hier schon ein anderer Hexer vorbei. Der war genauso eingenommen von sich selbst wie ihr. Doch seht ihr ihn hier? Nein. Denn er ist geflohen. Ich bin nicht er. Seid nicht so überheblich, was die Salamandra angeht. Das ganze Dorf fürchtet sie. Und das nicht grundlos. Ihr müsst uns alle überzeugen. Was kann ich tun? Für mich wünsche ich mir, dass ihr die Bestie vernichtet. Was die anderen angeht, besucht Odo, Mikul und Haren. Könnt ihr deren Probleme ebenfalls lösen? Sind das so etwas wie Älteste? Alle kennen und achten sie. Odo ist reich, Haren ist Kaufmann. Mikul gehört zur Stadtwache. Wenn ihr deren Vertrauen gewinnt, gewinnt ihr das Vertrauen des ganzen Dorfes. Das werden wir sehen. Wartet. Die müssen glauben, dass ich euch geschickt habe. Zeigt ihnen diesen Ring des ewigen Feuers. Eieiei. Zieht das Siegel auf dem markierten Platz, um den Siegel-Spieldialog zu aktivieren. Linksklickt während als Unterhaltung aufs Siegel, um den Ring zu zeigen. Charaktere, die den Siegerinnen anerkennen, werden euch freundlich gesonnen sein. Die Wahl eines unangemessenen Sieges könnte einen Charakter vor den Kopf stoßen. Ah ja. Wo haben wir den denn? Das da, oder was? Jep. Gut, dann setzen wir den mal an. So, wir haben ja einen, der Trophäen abkäuft. Das ist dieser königliche Jäger. Zu denen gehen wir jetzt. Niemand soll sagen, ich spiele nicht mit Hexern ab. Wieso kann ich noch keine Kräuter einsammeln? Das verstehe ich noch nicht so. Was soll ich tun? Was ist das? So, wo war denn jetzt dieser königliche Jäger? Hier? Nee. Noch ein Stückchen weiter. Aber an sich ein schönes Spiel. Wenn man jetzt mal von der Beulenpest und sowas absieht. Ich habe keine Arbeit für euch. Na gut. Das sind schreckliche Zeiten. So, da hockt er. Die faule Sau und ich mach die Arbeit. Seid gegrüßt. Ich habe den Kopf des Ungeheuers vom Seeufer. Wirklich beeindruckend für einen Ertrunkenen. Sieht sogar aus wie... Heilige Melitele, ein ertrunkener Toter, der bringt euch 200 Orens. Macht's gut. Genau. Quest abgeschlossen, yay! Stufe aufgestiegen, hey, das freut mich. Wir machen's jetzt aber noch nicht. Gehen erst noch die andere Quest abgeben. Mit dem Bargästerschädeln. Ich auch nicht.
los, spielen wir lieber Kehle aufschlitzen. Ja. Spielen wir Kehle aufschlitzen. Also die Kinder haben echt viel Fantasie. Ich glaube, wenn bei uns so ein Kind sowas sagen würde, ich glaube, das kommt direkt in die Klapse. Wegen irgendeiner psychischen Störung. So, Tür zu Abigails Haus. Was wollt ihr? Ich fand eure Nachricht. Sehr gut. Habt ihr die Bagestenschädel? Habe ich. Sie gehören euch, wenn ihr zahlt. Ich wusste, ihr würdet es schaffen. Und nehmt diese Alraunwurzel. Sie könnte euch von Nutzen sein. Ich muss wissen, wo die Bestie herkommt. Warum fragt ihr mich? Hexen sind doch in den magischen Künsten bewandert. Ja, aber diese Bestie überfordert mich. Allerdings kenne ich da jemanden. Und wer soll das sein? Der Knabe Alwin. Er ist eine starke Quelle und ein Hellseher. Was er alles weiß, bleibt uns verborgen. Wenn ich ihm aber einen bestimmten Trank gebe... Schadet ihm das nicht? Seid unbesorgt. Bringt mir die Blüten 5 weißer Myrten. Dann werden eure Fragen beantwortet. Sie wachsen vor dem Dorf. Wenn ihr nichts über Kräuter wisst, kann ich euch dieses Buch verkaufen. Bringt sich auf bestimmte Pflanzen, um Kräuter zu sammeln. Okay. Aber ich habe doch so ein Kräuterbuch gekauft. Sogar auch schon wieder verkauft, wie ich sehe. Komische Sache. Es müsste eigentlich funktioniert haben. Was wollt ihr? Darf ich euch etwas fragen? Wenn es sein muss. Habt ihr einen Zauber gegen Phantomhunde? Was ist mit eurem Schwert? Ich hörte, Hexer hätten 2. Eine Klinge aus Silber für Ungeheuer und eine aus Stahl für Menschen. Beide sind für Ungeheuer. Leider habe ich keines aus Silber. Ich kenne da eine Salbe. Wenn ihr eure Klinge damit überzieht, fügt ihr selbst Geistern schwere Wunden zu. Die Formel kostet euch 30 Orens. Ihr benötigt Nezener Salz, Ginatsäure, Weinstein und Schweinefett. Ich kann euch die Zutaten verkaufen. Danke. Statt Nezener Salz könnt ihr auch Nieswurzblüten nehmen. Kann ich dir jetzt noch was fragen, oder? Darf ich euch etwas fragen? Wenn es sein muss. Ja, der Alwin. Wie ich sehe, habt ihr Alwin aufgenommen. Denkt ihr, ich würde eine Waise im Stich lassen? Davon abgesehen hat er Potenzial. Was meint ihr damit? Er besitzt Macht, die er wohl nicht kontrollieren kann. Jetzt schläft er erstmal mit Hilfe der Kräuter, die ich ihm zusammengemischt habe. Wie edel von euch. Nur wenige würden in diesen Zeiten ein zusätzliches hungriges Maul bei sich aufnehmen. Der Winter rückt näher. Wenn ich hungrig bin, esse ich ihn auf. Die Dörfler glauben das zweifellos. Die halten mich für ein Ungeheuer. Seid ihr eines, Abigail? Wir haben alle ein Ungeheuer in uns. Der Geistliche glaubt, ihr hättet die Bestie herbeigerufen. Und was glaubt ihr? Ich hab's nicht so mit dem Glauben. Was ist eure Version der Geschichte? Ich hatte nichts damit zu tun. Tolle Begründung. So, die Hexe sagt, dass sie unschuldig ist. Wo ist denn Alwin, wenn er hier schläft? Nicht zu sehen. Oder schläft er unter der Erde? Haha, und eins im frischen Grab. So kann man Kinder natürlich auch ruhig stellen dann. Das gibt's doch nicht. Ich hatte doch so ein Kräuterbuch gekauft und gelesen. Schweinerei. Gut, dann... Zeig mir mal deine Bücher. Was wollt ihr? Das hier wahrscheinlich. Ihr habt es bereits gelesen.
bereits gelesen. Das Buch der Tiere enthält Informationen über Hunde und Wölfe. Wie viel Geld haben wir denn? Oh, wir haben genug. Kaufen wir das mal. Ich glaube, das war's. So, dann lesen wir mal das Buch hier durch. Ah ja, okay. Ungeheuer Hund. Bestien Fangzähne, Zutaten, Bestien Leber. Okay, ungeheuer Wolf. Okay, das hat wohl was gebracht. Was wollt ihr? Okay. Dann vielleicht das Bargästerbuch auch nochmal, hm? Das wäre vielleicht auch nicht so verkehrt. Was ist das denn? Rotes Band. Ertrunkener, abwehrender Talisman. Okay. Gut, dann kaufen wir uns das hier aber jetzt auch nochmal. Und vielleicht erfahren wir dadurch ja noch was Neues, anderes. Tatsächlich. Zutaten, Todesstaub. Hey, etwas Neues. Ektoplasma, ja gut, das kennen wir ja schon. Sehr schön. Dann noch was Neues. Immer wieder gut. Ich meine, die Bargäste kommen uns nachts ja gar nicht mal zu wenig entgegen. Ach so, das Kräuter... Ja, nee, das Kräuterbuch habe ich schon gelesen gehabt. Deswegen wundert es mich, dass ich irgendwie keine Blumen oder Pflanzen einsammeln kann. Komische Sache. Ach so, ja klar, natürlich. Die Fähigkeitspunkte dafür. Na gut, dann machen wir das am besten jetzt. Das brauche ich ja anscheinend. So, wir haben wieder drei weitere. Ich glaube, Intelligenz war das ja, ne? Genau, Kräuterkunde. Ermöglicht es gerade, Kräuter zu sammeln. Das brauchen wir. Schade. Jetzt habe ich keine Talentpunkte mehr. Na gut, okay. Was will man machen? Brauchen wir halt. So, Alchemie. Was können wir denn da so herbeizaubern? Haben wir irgendwas Neues? Katze. Das ist ganz hervorragend eigentlich. Gewährt Sehvermögen in völliger Dunkelheit. Das nehmen wir mal mit. Oh, ging nur eins. Okay, dann meditieren wir mal. So, und wiederum muss ich mich von hier aus wieder strecken. Eieieiei. Ups, scheiße, das war das Mikrofon, es tut mir leid. Muss ich mich hier wieder verabschieden. Meine Aufnahmezeit ist vorbei, ich muss mich jetzt fertig machen für die Arbeit. Und da würde ich einfach sagen, wir sehen uns bei der nächsten kurzen Aufnahmesession. Oder vielleicht auch eine etwas längere, mal gucken. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Like, abonniert mich. Ihr könnt mir auch spenden. Wenn es auch nur 50 Cent sind oder 20 Cent, würde mich schon reichen. Aber für den Anfang wird auch schon ein Abonnent reichen. Und ein Gefällt mir. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal und bis dann. Viel Spaß noch.